Das ist das kurze Video zu unserem Kriterium, was wir am Sonntag zum ersten Mal auf dem Bauhausparkplatz ausgeführt haben. Gleich zu Beginn gibt es eine relativ brenzliche Situation, als dem Gregor mitten in der Kurve sein Reifen geplatzt ist. Gott sei Dank hat er das sehr gut abgefangen. Verwunderlich eigentlich. Das hat er echt stark gemacht. Gott sei Dank war das unser einziges Problem an dem Tag. Sonstige Stürze oder Schwierigkeiten in den Kurven gab es eigentlich nicht. Und wir passen natürlich auch darauf auf, weil es ja nur Training ist, dass wir uns da nicht so sehr ins Risiko stürzen. Denn das sollte man dann doch, wenn überhaupt, dem Wettkampf vorbehalten. Der gesamte Wettkampf war so aufgebaut, dass wir als erstes ein 3 Kilometer Einzelzeitfahren gemacht haben. Das waren insgesamt 3 Runden auf dem kompletten Kurs über diesen Parkplatz, den wir ausgewählt hatten. Der Kurs ist so gesetzt, dass er schon sehr, sehr viele Kurven hat, um eben genau das zu üben und die Kurvenfahrtechnik mit einzubeziehen. Aber es gibt auch durchaus 2 oder 3 lange Geraden, wo man richtig drücken muss und deswegen auch die Leistung mitentscheidend ist. Beim Time Trial wurden dann Punkte vergeben und das zweite Rennen war im Prinzip ähnlich, bloß dass wir dort als einer Reihe gefahren sind und immer der gerade vorne gefahren ist, musste eine ganze Runde absolut maximal fahren. Das war eigentlich so das, was mir so richtig den Zahn gezogen hat. Das Einzelzeitfahren als ersten Wettkampf, das war natürlich schon maximal. Aber dann beim zweiten Wettkampf, wenn man schon in der einer Reihe fährt und relativ wenig Windschatten hat, hinten schon am Leiden ist, weil vorne richtig gedrückt wird und danach noch selber in die Führung fahren muss und eine Runde komplett maximal fahren, das hat mich dann wirklich an den Rand meiner Leistungsfähigkeit gebracht. Aber genauso war das ja gewollt, denn besser kann man einen Wettkampf wirklich nicht simulieren. Wenn ich mich zurück an die WTS erinnere, zum Beispiel letztes Jahr in Hamburg, da habe ich 20 Kilometer lang eigentlich nur darum gekämpft, am letzten Zipfel von der Gruppe dran zu bleiben. Und das ist dann auch immer so, dass man eben kurz mal wieder einen kleinen Abstand hat nach einer Kurve, dann wieder ransprinten muss. Und im Endeffekt bin ich dort wirklich komplett maximal 20 Kilometer durchgefahren. Und genau deswegen auch habe ich dieses Kriterium in die Welt gesetzt, um genau das zu üben. Beim Einer-Reihe-Zeitfahren wurden dann auch wieder Punkte vergeben. Und der wichtigste Part vom ganzen Wettkampf war dann aber am Ende der dritte Teil. Das war ein 20-minütiges Kriterium auf diesem Kurs, bei dem in jeder zweiten Runde jeweils 2 Punkte für den Sieger und 1 Punkt für den zweiten als Sprint ausgetragen wurden. Und ganz zum Schluss vom Kriterium der Zielspurt. Dabei wurden nochmal 10, 8, 6 und so weiter Punkte vergeben. Das, was sich in den ersten beiden Teilen schon abgezeichnet hat, wer hier die dominierenden Fahrer waren, das hat sich dann auch im Kriterium bestätigt. Und zwar, dass Gregor und Cäsar fast alle Sprints unter sich ausmachen konnten und da fast alle Punkte abgreifen konnten. Ich habe es lediglich geschafft, einmal einen Sieg in einem Zwischensprint einzufahren, nachdem die anderen sich ein bisschen in die Quere gekommen sind und ich so die Chance nutzen konnte und kurz wegfahren konnte. Jetzt zum Schluss sehen wir nochmal den kompletten letzten Teil des Kriteriums mit Endsprint. Man sieht hier, wie eine Runde vor Schluss der Gregor wegzieht. Hier vorne ist gleich die Zielgerade, aber es ist noch eine Runde zu fahren. Und er hat die Chance genutzt, dass mal einer nicht ganz aufgepasst hat, beziehungsweise nicht die Power hatte, und eine Lücke gerissen. Und man wird sehen, dass er das jetzt eiskalt durchzieht und die ganze Runde von vorne fährt.
man muss dazu sagen, dass Gregor eindeutig der beste Kurvenfahrer war, also technisch einwandfrei und Spitzenklasse. Und da hatte von uns dann keiner mehr was zu entgegnen. Man sieht jetzt, dass Johnny da nachsetzt, aber eben nicht hinterherkommt. Dabei muss er natürlich relativ viel Energie verbrauchen. Man sieht, dass der Cäsar jetzt einfach vorbei sprinten kann. Und er wird sich dann im Endeffekt auf den zweiten Platz im Zielsprint sichern. Ich bleibe taktisch erstmal hinten am Johnny dran. Die Leistung ist dann natürlich nicht ganz so groß, weil ich im Windschatten fahre. Johnny hat sich auch davor schon relativ ausgepowert. Und für mich ist es dann auch nicht ganz so schwer, den Vorteil noch zu nutzen und an ihm vorbei zu sprinten für den dritten Platz im Gesamtranking. Aber man muss ganz einfach eingestehen, dass die beiden Jungs vorne eine Klasse für sich waren heute und die beiden ersten Plätze auch in der Gesamtabrechnung des Tages belegen und das durchaus voll verdient haben. Ich freue mich schon, das nächste Woche wieder zu machen. Das hat richtig geil Spaß gemacht.